komme noch abends live, weil ich einfach gerade Bock habe. Und weil, okay, ich brauche, ehrlich gesagt, brauche ich einen Duft aus dem Karton. Und ich weiß ja nicht, bei welcher Bestellung das ist. Und zwar, weil ich will morgen ein paar Bars was losschicken. Hi Petra, oder gerade du kommst gerade rein, ich will es ja morgen losschicken. Und ich habe noch von der Flessel-Bestellung, da ist noch dieser Wicked, also dieser Hokus-Pokus-Duft da noch irgendwo drinnen. Und den würde ich morgen gleich mit wegschicken. Dann habe ich alle kleinen Kartonpäckle. Also wir haben ja letztens brav gefaltet. Meine Jungs eigentlich gestern haben wir gefaltet. Gell? Ich mache mal ein Video mit Maka-Bar-Ding. Und eigentlich haben meine Jungs, ich, gestern beim Weihnachtsfilm gucken, auf einmal angefangen, die Kartons zu holen und die Kartons nebenbei zu falten. Und ja, nachher kann ich die Kartons alle morgen eben losschicken, wenn ich die eh zusammenpacke. Und da will ich diesen einen Duft nur schnell holen. Und ich hätte noch eine größere Bestellung auch von Flesse, von der lieben Eva Maria, wo ich der dann eben auch gleich gern zusammenpacken wollen würde. Und wenn es da drin ist, kann ich sie zusammenpacken. Und darum, ich habe mir nochmal Tee gemacht. Ich bin immer noch ein bisschen kränklich und ich habe so eine blöde Kruste an der Nase. Oh, und schau die Geschminkerei von heute Morgen. Okay, es ist ja schon über 12 Stunden her, schon wieder die roten Backen, geht schon wieder los, aber egal. Und ja, weil heute habe ich noch Energie, weil ich mache ja immer wieder mal Pause. Und jetzt habe ich noch Energie und habe gedacht, boah, ich habe jetzt gerade nur so Bock, jetzt das auszupacken. Und ich habe gedacht, ich komme live zu euch, jetzt trinke ich meinen Tee nebenbei. Und dann gucken wir, ob der Duft da rauskommt. Also wir packen eine Flessel-Bestellung noch aus, eine zweite. Eine habe ich ja schon gehabt, die haben wir schon auspackt. Die ist vorgeplant auf YouTube irgendwann. Das wird halt noch später im Dezember wahrscheinlich erst anzeigen, die Flessel-Bestellung. Aber ist egal, das kann man ja immer angucken, was da so rauskam. Das ist jetzt nichts Dringendes, wo jetzt gerade kommt, limitiert zum Zeigen. Und ja, ich habe hier zwei Kartons, weiß aber nicht, bei welchem. Ah, oder vielleicht da, wo das ältere Datum ist. 27. Oktober, das ist schon eine Weile her. 8. November, ja. Dann nehmen wir den, da habe ich vielleicht sogar schon den richtigen. Weil die andere Bestellung ist eine Bestellung von mir und aus dem Berater-Store, weil bei mir welche aufgestiegen sind. Habe ich da schon was losgeschickt zum leitenden Berater? Ah ja, genau, und da ist mir was ausgegangen. Genau, da falls wieder jemand aufsteigt, da gibt es so tolle Anhänger zum Kaufen im Direktoren-Store, also Berater-Store für Direktoren. Und da gibt es eben so Anhänger, leitender Berater, Star-Berater, Superstar-Berater und sowas. Und ab leitender Berater habe ich dann immer diese Anhänger gekauft. Und da dachte ich, hole jetzt nochmal was, weil es ist die magische Herbst-Winterzeit, Hochsaison bei uns. Und vielleicht kommt der ein oder andere Aufstieg, will ich schönes Päckchen zusammenpacken. Und hab da noch ein paar Sachen so, was ich dann noch mit dazu leg, nochmal was aufgestockt, dass ich wieder was daheim habe. Und ich hätte gesagt, wir spitzeln jetzt mal rein, was in den Karton reinkommt. Ich habe immer noch Husten oder Husten, weil es kratzt immer so. Also wenn ich viel rede, kann es sein, ich bin irgendwann auf einmal still und zeige uns so nur noch. Weil das Reden, das merke ich dann immer voll, dass ich dann wieder so einen Buschenrad kriege. Also es ist noch nicht so ganz, aber ich will unbedingt mein Zeug wieder weitermachen und kann es nicht erwarten. Und ich will das nicht, die ganze Zeit steht es hier rum. Ich will es auspacken. Das ist doch immer das Schönste. So, wir gucken mal rein. Jetzt schau ich mal, ob das die auch ist. Ja, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Oh Gott, ist da der Duft dabei? Ja, Wicked, genau, ist dabei. Ja, super. Perfekt. Dann ist alles gut. Hi, Peggy. Hallo, Conny, Katharina, Bina, alle wirkliche. Hallo, Heidi. Komm hier rein. Ja, dann packen wir mal hier aus, noch, da ist nichts versteckt. So. Ah, das ist ja auch noch dabei. Oh. Ah. Das, da fangen wir gleich mit dem an. Viermal. Ich hab's viermal. Und zwar auch oh, diesen süßen Elch, diesen Buddy Clip mit dem Duft Very Merry Cranberry. Ich hoffe, dir geht's gut, Peggylein. Genau, und dieser süße. Oh, und der Duft riecht sogar gut. Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Weiß man ja immer nie, weil manchmal, wenn da so ein ganz komischer Duft dabei ist. Oh, guck mal, wie süß. Unsere kleinen Buddy Clips, die duften, Kuscheltiere, die duften, die kann man in die Handtasche hinhängen und Schuhe ranzen, einen Kindergartenrucksack. Also auch für Nikolaus oder so ideal zum Verschenken für die Kiddies. Und der schaut voll süß aus und er hat so einen richtig leckeren, bärig, fruchtig, bärigen Geruch. Also der ist mega lecker, riecht der. Der süße kleine Elch. Genau.
Genau. Und passend für die Winterweihnachtszeit total süß, finde ich so schön zum Verschenken, habe ich mir gedacht. Und ja, habe ich erwischt. Und vielleicht gibt es da ein Zweier Limited Special mal noch. Zwei oder drei, ich muss mal gucken. Eins war für eine Kundin eben noch bestellt. Genau, und viermal habe ich es da, weil ich gedacht habe, boah, für diesen Preis, da freut sich bestimmt mal jemand, da können wir was Schönes zusammen basteln, falls jemand noch so ein Last-Minute-Geschenk will oder so. Genau, da ist noch mal ein Karton, Papierzeug. Dann haben wir hier noch, ah, das war nur die Bestellung. Das war das nicht sogar von der Kathleen? Das habe ich gar nicht mal aufgeschrieben, muss Kathleen mal schreiben, weil Caramel Apple Craze. Ich glaube, das war von meiner Kathi, meinem Schnuckelchen, Kathleenchen. Ich glaube, das schreibe ich gerade mal schnell auf. Bevor im Urlaub, da haben sie mir per WhatsApp nur schnell geschrieben. Und ich habe das dann noch schnell mit auf, ganz last minute, ich habe eh bestellen wollen, habe ich die Sachen nur schnell dazu. Einmal den einen Duft von Hokus Pokus. Und ich glaube, das war Kathleen. Jetzt muss ich sie mal fragen, ob sie noch mehr gehabt hat. Aber dann weiß ich, die hat auch was gehabt. Einmal, muss ich nur schauen, was das kostet hat, die Seife. Ich glaube, die hat das eh schon bezahlt. Einmal Seife, Karamell. Craze. Weil ich immer gesagt habe, oder ich muss danach mal bezahlen, weil ich immer gesagt habe, ich soll es erst zahlen, gerade bei der Schatzsuche oder Flässe oder was das war. Wenn ich es dann auch wirklich gekriegt habe, weil das weiß ich ja immer nie, ob das dann sicher kriegst. Und dann haben wir es so eben gemacht. Oder bei jemand anderem haben wir Nummer drüber geschoben, dass man es so geschickt hat und dann wieder zurücküberwiesen. Genau, mein kreatives Chaos. Also irgendwie bei dieser Flessel-Bestellung, das war so spontan. Irgendwo habe ich es auf dem Schmierzettel. Ah, da steht Kathleen. Jetzt finde ich einen Schmierzettel. Ah, und das ist auch Silvana. Ah, ich habe meinen Flessel-Zettel gefunden. Und Eva Maria. Ha, ihr habt meinen Zettel gefunden. Weil Silvana hat doch gefragt, ob der Duft denn dabei ist in dem Päckli, wo ich sie geschickt habe. Und dann denke ich, hey, welcher Duft? Und er hat, ach stimmt, Hokus Pokus, da war doch noch was, wo ich dann nochmal zweites Mal bestellt habe. Da kam dann nur ein paar, wo geschrieben hat, ah, wenn du noch machst, diesen einen Duft, den die auch wollen. Und die andere, ja, die eine Seife, die die auch noch wollen. Da ist der Zettel. Kathleen, ja, okay, bezahlt, steht auch schon drauf, bezahlt. Alles schon bezahlt. Nee, dann hat die den Kathleen nur die Seife gehabt, Silvana, plus das Ding, da passt es ja, mein kreatives Chaos. Juhu, ist perfekt, da tue ich den Zettel mal gerade zu dem Ding hin. Kommt es doch nur raus, siehst. Ich lege es dann immer irgendwo extra dahin und ja, wenn dann da was anderes draufsteht, gell, dann muss das mal hochklopfen und schauen. So, da haben wir dann noch einen Wandstecker. Und zwar, hi Carmen, hallo Anna Katharina und Nicole. Santa Jack Skellington, also die Jack Skellington Lampe, ist hier nochmal mit zwei, auch so ein mega Schnäppchenpreis. Als Santa ist der verkleidet, also richtig perfekt für die Weihnachtszeit eben. Ist hier Keramik, genau, mit dem Keramikwandstecker. Da müsst ihr mal gucken, falls ihr mal mehrere Mini-Duftlampen bestellt habt, da steht dann immer Glas oder Keramik Mini-Warmer oder Mini-Base. Da steht jetzt Keramik und Glas ist auf Glas und Keramik ist für Keramik. Also wenn ihr hier eine Keramikduftlampe habt, wie den Bali-Kopf oder die Hedwig-Eule, das ist Keramik oder wie den hier. Genau, das ist Keramik. Und es gibt aber auch Glas-Mini-Duftlampen eben. Die sind da drüben überall jetzt verpackt. Also ich habe hier mit Unterteil eben. Und die haben anderen Verschluss beim Wandstecker oder auch beim Unterteil gibt es die für Keramik, passt auf Keramik. Also wenn ihr ein Unterteil habt und zwei Glasduftlampen, einmal Mini-Duftlampe als Wandstecker und einmal mit Unterteil, könnt ihr die auch mal tauschen. Aber da mal merken, Glas auf Glas und Keramik auf Keramik. Und dann könnt ihr da auch mal tauschen. Wenn ich sage, ihr wollt es mal am Wandstecker haben, ah, dann wäre es mal voll schön hier auf dem Schränkchen. Dann könnt ihr das auch mal abwechseln. Und da ist eben die tolle The Nightmare Before Christmas Santa Jack Skellington Lampe mitgekommen. Das war eben für meine Kunde noch. Und ja, dann kommen die ganzen Bars. Dann ist der Karton leer. Und da kommen dann die ganzen Düfte mit raus. Die packen wir zusammen. Oh, ist das schön. So. Jetzt, Sattli. Schneiden wir mal hier auf. Nicht mehr. So,
da kommt jetzt da raus. Oh, wollt den noch jemand haben? Hat sich vielleicht nochmal jemand gemeldet oder habe ich den zum Testen genommen? Und zwar einen Reisetwister in Pink Sunshine. Das ist ein ganz, was heißt ganz neuer Duft? Ein Duft, den ich gar nicht kenne. Pink Sunshine sagt mir gar nichts, klingt aber gut. Und ich glaube, vielleicht habe ich den für mich nur mit zum Testen, weil der so günstig war oder hat den niemand gewollt. Und die könnt ihr, ich liebe den in der Handtasche. In der Handtasche kann ich den rein tun, meine ganzen Tempos, mein Geldbeutel, wenn ich rausrieche, der riecht extrem. Und eigentlich reicht der ja 30 Tage, aber ich habe meinen, glaube ich, schon 3-4 Monate, das riecht immer noch. Und ihr könnt den flexibel aufmachen. Also ihr könnt den nur so leicht halb aufmachen oder eben ganz, da läuft nichts aus. Das ist wie so ein Filzding innen drinnen. Und, boah, boah, der ist voll intensiv, so fruchtig. Ich glaube, fruchtig, blumig so. Also richtig intensiv. Und da könnt ihr immer zumachen, halb auf, ganz auf. Könnt ihr einen Koffer mit rein, wenn ihr verreist. Oder in die Sporttasche mit rein. In die Turnbeutel von den Kindern, in der Schule zum Beispiel. Also ich liebe diese Reisetwister für einfach so reinzutun, weil es läuft nichts aus. Ihr könnt es auf und zumachen, wie ihr wollt. Und in der Handtasche ist das mein Liebling. Das ist, glaube ich, meiner gewesen. Ich lege mal daher. Also ich hoffe es mal. Dann haben wir noch zweimal Pots und zwar in dem Duft Mighty Pine. Für alle, die richtig geile, waldigen Düfte mögen. Der war ewig lang sehr beliebt. Oh ja, also richtig, richtig, als ob du im tiefsten Wald bist, die frische Zweige von Tannen, Fichte, überall hast. Also ein richtig ganz, ganz toller waldiger Duft, wenn ihr so richtigen waldigen Duft wollt. Oder als Geheimtipp, gerade Mighty Pine oder so Walddüfte, wenn ihr einen künstlichen Weihnachtsbaum habt, dann ist echt mega, wenn ihr den reintut zur Weihnachtszeit. Dann riecht es, wie wenn ihr den Baum frisch aufgeschnitten habt, obwohl es ein künstlicher Baum ist und ihr habt diesen Waldtannen-Duft in der Wohnung, im Wohnzimmer. Das ist auch voll geil. Da könnt ihr als Bar für die Weihnachtszeit hernehmen oder eben als Pott und habt so einen schönen Tannenduft für den künstlichen Tannenbaum. Oder wenn ihr das eh gern mögt, mein Mann mag das ja gerne im Bad, da kann man das natürlich auch super reintun. Hi, Jennifer. Ihr schränkt an vom Reden her. Weil ich rede aber so schnell. Vor allem, wenn ich so aufgeregt bin, dann kommt so schnell immer raus. Ich trinke mir mal einen Tee. Ich habe extra die ganz große Tasse geholt, dass ich nicht so oft immer wieder neuen Tee machen muss. Und dass der Teebeutel sich auch rentiert, wenn ich den reintue. Und mein allerliebster Lieblingstee ist ja der italienische Limone, der liegt da hier. Meine Teammitglieder müssen mit dem auch mal vorlieb nehmen, falls die mal einen Aufstieg haben und ich Teebeutel da habe, dann kommt meistens immer der mit rein, weil ich den selber so gern mag. So lecker, schön, zitronig, den kann ich richtig gut so trinken, ohne dass man Honig oder Zucker oder sonst was reintut. Okay, manche machen es ja eh nie bei Tee, aber ich finde, der riecht einfach schon lecker zitronig. Mag ich total gerne. So, dann schauen wir mal nach den Düften weiter. Und zwar wurde bestellt der Snow White. Ich glaube, war das ein tanniger, frischer Duft? Der schon der Eva. Boah, den habe ich auch noch einmal da, glaube ich, oder? Ah ja, den habe ich damals noch einmal regulär mal gekauft, wo es nur normal gegeben hat. Der ist jetzt, der riecht aber frisch. Der riecht irgendwie parfümig. Der riecht voll gut. Hä, der riecht voll gut. Warum habe ich mir den nicht nochmal bestellt? Ich glaube, das war das zu der Zeit, wo ich auch fast nichts gerochen habe. Das ist gerade echt immer blöd. Ich glaube, da kamen die alle so raus und ich habe nichts gerochen. Das ist ja perfekt, gell, wenn man was mit Düften macht und dann nichts riecht. Boah, der riecht mega lecker. Also meine Nase und alles ist ja eh noch nicht so. Also vielleicht täuscht es auch wieder, wenn ich dann richtig ganz normal rieche. Aber der riecht voll angenehm, voll lecker. Mit dem süßen Schneewittchen eben drauf und dem süßen Hase. Mit dem Vöglein. Genau, aber das war ja alles Kundenbestellung. Dann wurde aus, waren ja noch mehrere so Disney-Düfte von Wall-E. Das süße Wall-E. Oh, der Film ist auch echt süß. Ich habe zuerst gedacht, ach, so Roboterzeug. Ich weiß auch nicht. Aber dann habe ich den Film echt mal anguckt. Dauernd, wenn mir neue Disney-Kollektionen kommen, gerade die Filme, wo ihr alle nicht kennt, habe ich dann echt die Disney-Filme dazu angeschaut. Da sind so viele schöne Filme dabei gewesen. Weil oft gefallen mir oft immer nur so die alten Sachen, wo ich von früher noch kenne und das Neue fand ich dann immer gar nicht so toll. Aber der war gar nicht so schlecht gewesen. Genau wie der Baymax. Den fand ich auch echt schön. Oh, da habe ich auch ein paar Tränchen fast in den Augen gehabt einmal. Bin ja eh so sensibel und der Luca auch. Mein Mann hat schon gesagt, oh, der Luca ist wie du.
Weil der ist auch so mit Emotionen, Gefühle und der kann sich so reinfühlen. Und ach, das ist immer schlimm, wenn wir Filme gucken und dann irgendwas so, wenn was Trauriges ist, dann haben wir auch immer schon so diese Tränen da drinnen. Das ist immer ganz komisch. Und das ist ein richtig geiler, frischer, grüner Pflanzenduft. Wenn ihr ohne irgendeinen Schnickschnack, nichts süß, nichts blumig, nichts fruchtig oder sonst was, richtig schöner, grüner Duft, wo einfach nur reinläuft und es einfach geil frisch riecht. Also nicht wie frisch gewaschene Wäsche, sondern wie wenn da zum Pflanzenparadies frische, grüne Blattpflanzen sind. Genau, so kann man sich's vorstellen. Oder vielleicht nur so Dschungel, so ein Dschungelduft, wo so grüne Lianen oder halt lauter Pflanzen da drin sind. Das ist ein richtig geiler, den habe ich dann auch nochmal nachbestellt, weil der einfach nur frisch und grün ist, perfekt zum Neutralisieren, gerade wenn man Weihnachtsdüfte so viel hat. Hallo Steffilein, mein Schatz, wie schön, ich bin so stolz auf dich und ich freue mich so für dich, richtig, ich könnte dich knuddeln, schade, dass du so weit weg bist. Wirklich, ich freue mich. Die hat nämlich nochmal zwei tolle Bestellungen reinkriegt und sie wollte es ja alles gar nicht und jetzt kommt so. Dann freue ich mich von Herzen, wenn es einfach so geht, ohne Stress, ohne Druck und einfach so nebenbei, so wie es dir Spaß macht, ohne dass man so viel Arbeit hat. Und richtig toll. Finde ich voll schön. Ich freue mich voll für dich. Genau. Und das ist richtig schöner, frischer Duft. Dann, warte mal, gerade ist eine Hüfte zu Ende. Das nur die zwei. Ah, da ist nochmal Wally. Nochmal der Wally-Duft. Ich glaube, den haben wir auch bestellt. Hi Steffilein. Also dreimal haben wir jetzt den sogar schon. Ja, aber ich habe gedacht, Weihnachtszeit, das ist immer gut. Das war, glaube ich, auch von einer Kundin. Und dann hatte ich mir die nochmal zweimal bestellt, weil ich habe im Sensi Club dann wieder mal aussortiert, weil ich ja so viele Düfte schon drinnen habe. Und ja, dann habe ich mich da nochmal zugeschlagen. Da habe ich es wieder nicht sein lassen können. Genau, und da haben wir den tollen Hokuspokus-Duft für alle Hexenfans. Ein richtig geiler Brauerkessel, aber der war so richtig fruchtig-bärig. Der war richtig fruchtig-bärig. Und ich weiß nicht, war da noch was Holzes? Oh, der riecht auch so parfümmäßig, wie so ein Frauenparfum. Wie so ein geiler, feminines Parfüm. Wie so ein Frauenparfüm. Oh, boah, das riecht richtig so angenehm, sinnlich. Aber der hat auch, glaube ich, so fruchtig bärig. Mir macht das auch echt Spaß. Oh, das ist eben das Schönste, wenn es einfach nur Spaß macht. Und so macht es voll mehr Spaß, gell, Steffi? So macht es richtig Spaß. Da kriegt man wieder richtig Lust und denkt, boah, das ist schön. Vor allem ist ja das Schönste, wenn wir den anderen eine Freude machen können und die zufrieden sind und happy sind und dann sagen, boah, das ist so toll. Oder wenn dann da Besuch von denen kommt, das ist ja was so witzig, dann melden die sich, ja, bei mir war Besuch da, es kann sein, dass sich die und die meldet, weil die fand die Düfte so toll und die Lampe hat dann so schön ausgeschaut und die war auch so begeistert und dann kommt die wieder auf dich zurück. Also mal schauen, das wirst du ja auch alles erleben, Steffilein. Und das ist einfach das Schönste, wenn man das zu Hause von anderen glücklicher, schöner machen kann. Also schöner machen kann, mehr Freude. Und die halt dann auch so happy und zufrieden sind und das oft selber verschenken. Oder der Besuch dann auch immer sagt, boah, wenn man bald hier reinkommt, da riecht es immer so toll. Wo sich jeder dann gleich wohlfühlt. Also jeder kommt rein und fühlt sich wohl. Das ist doch immer toll. Und ja, das Erste, was man wahrnimmt, ist ja der Duft. Und das ist so schön, dass sie sowas Tolles machen. Und Freude in das Zuhause von anderen bringen und auch einfach das machen, was wir lieben. Wir haben ja so viele Sensi-Mädels und Jungs mittlerweile ja auch schon, wo einfach so viel Spaß dran haben, auch tolle Autodüfte und egal ob groß, ob klein, schon die Kinder oder Oma und Opa, für jeden ist ja was dabei. Hallo! Dann ich auch. Ist eigentlich auch voll der coole Name, wenn man denkt, dann ich auch. Genau, auf das muss man auch schon mal kommen. Also dieser Hokuspokus-Duft, das ist übrigens der Silvana-Duft. Den will ich dir backen, wenn die das jetzt sieht. Du hättest nicht aufmachen müssen wegen mir. Das weiß ich. Silvana, allein wenn du es dann im Replay guckst. Aber ich wollte es gerade fertig machen mit den anderen Sachen. Das passt nämlich gerade rein. Wir haben die Kartons schon gefaltet. Das machen wir dann hier schon mal. Und da schreibe ich gleich mal das drauf. Silvana. Na schön. Und dann kann ich das nämlich auch gleich mit dazu fertig packen. Dann habe ich das nämlich auch erledigt. Da lacht sie, gell? Cool.
Dann haben wir die letzten Düfte. Die schauen wir jetzt natürlich noch schnell an, was auch in der Flash-Sale-Bestellung, die wohl nur neu reinkommt sind, Flash-Sale-Bestellung, was da rauskommt. Und dann habe ich es echt dann mal geschafft. Dann habe ich, ja, dann habe ich nur noch einen einzigen Karton. Und da war meine eigene Bestellung und aus dem Pirate-Store ein paar Sachen, wo ich mir geholt habe. Und die packe ich wahrscheinlich morgen oder übermorgen Vormittag mit euch aus. Und genau, dann habe ich endlich mal alles auspackt. Ich glaube, dann kommt schon das nächste. Ich glaube, dann kommt der Duft des Monats vom Dezember dann schon wieder. Da geht es dann weiter mit Proben machen. Aber ich bin gespannt auf den neuen Duft dann immer. Also immer, wenn wir den neuen Duft dann kriegen, schon zum Schnuppern. Ist immer ganz schön. Hallo Tina allein. So, also, da geht es ja weiter mit so einem ganz grünen Duft. Ist der dann nochmal? Ha, der ist auch zweimal. Vielleicht war das zweimal für mich. Oder vielleicht wollte auch jemand was zum Neutralisieren schönen grünen Duft haben. Ha, die haben zweierlei Farben. Ja, schaut mal. Das ist der gleiche Duft und hat zweierlei Farben. Auch hart. Aber je nachdem, wie viel Farbe da mit reingemixt wird, das macht da echt was aus. Weil wenn alle nur weiß wären, ich glaube, das wäre komisch. Das ist echt cool, wenn man nämlich so einen Duft riecht. Weil ich habe mein Schatz gesagt, du sollst mal Düfte raten und dann sagen, wie die Farbe oder wie das ausschaut oder so. Und dann riechst du das und dann stellst du dir das immer, also das wie der, so ein schöner, frischer Duft. Das stelle ich mir dann eher so hellblau oder so schönes, zartes Grün vor. Könnte ich mir jetzt aber nicht rot vorstellen. Ein roter, frischer Duft. Das macht echt was aus, das Aussehen. Aber das seht ihr mal, es ist manchmal so unterschiedlich. Das macht aber überhaupt nichts mit dem Duft aus. Also das, wenn ich es euch gerade zeigen kann, das macht gar nichts. Also das kann immer mal irgendwie vorkommen, dass es ein bisschen Abweichungen gibt. Und zwar ist das Sunburst Bamboo nochmal so ein ganz, ganz grüner Duft. Frisch. Grün, ich weiß nicht, warum mir frisch, grün, gesund, ökoduftmäßig, ich weiß nicht, wie ich es euch anders erklären soll. Freue mich schon riesig auf meine Webbox. Oh, wie schön, Steffi. Oh, die ist echt toll. Die habe ich ja auch. Habe ich die jetzt schon auspackt? Ich meine, noch gar nicht kommen. Doch, meine schon kommen. Habe ich da schon ein Video gemacht? Oder steht die auch noch irgendwo rum? Hä? Ich habe ja auch, ich habe das schon auspackt und ein Foto gemacht, das drinnen ist. Oder kommt meine auch noch, dass die dumme Abstellung kommt? Oder vielleicht ist da nur drin? Ich weiß gleich gar nicht mehr. Oh Gott. Aber da ist was ganz Tolles drinnen. Wer auf Pinguine steht, der wird sich sehr freuen. Ja. Also das ist also richtig frisch. Also wenn man einfach nur was Frisches ohne Schnickschnack will und ab und zu brauche ich das. Also ich will ja oft, sonst ist es mir zu langweilig, ich will ja oft immer nur was anderes dabei haben. Aber gerade so Herbst, Weihnachtszeit finde ich, das ist eh immer so. Ja, intensive, kräftige, hölzerne, auch schöne, warme Düfte, wo so Gemütlichkeit sind, aber ab und zu will ich sowas Normales, Neutrales oder auch eben im Bad, dass ich da einfach was Schönes, Frisches noch habe. Meine müsste diese Woche noch kommen, wie schön. Da drücke ich dir die Daumen, vielleicht kommt sie ja echt die Woche dann, dass sie bald hast, vielleicht schon morgen. Kannst du da schon mal auspacken. So, dann haben wir Just For You. Das war, glaube ich, auch so ein waldiger Duft, den hat auch die Kundin. Das hat Eva bestellt, Eva Maria. Jetzt rieche ich wieder nichts mehr, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, ich rieche gerade immer fast nichts mehr, das ist schon so gemein. Aber ich weiß, dass das ein intensiver, grüner, frischer Waldduft ist. Also ich habe den ja schon mal gerochen. Und das ist auch wieder so ein waldiger Duft, wenn ihr sowas mögt. Just For You. Genau. Oh, dann, oh, da ist noch mal was Waldiges. Machen wir den Feeling Pine. Der ist auch so. Oh ja, da rieche ich wieder ein bisschen mehr. Aber auch so Tannik ist da vielleicht noch. Der riecht so ein bisschen erkältungsbadmäßig auch ein bisschen. Aber auch waldig. Ich habe auch eine bestellt, Peggylein. Freue mich drauf und auf deine Lampen. Ah, oh, schön. Sag ich mir auf alle Fälle Bescheid, Peggy, wenn deine Sachen kommen sind, gell? Ob Lampe alles funktioniert, ob die Glühbirne funktioniert. Das haben wir auch schon mal gehabt, dass man Glühbirne angemacht hat und dann bing, hat es gemacht und die Glühbirne ist irgendwie durchbrannt oder so. Und da auf alle Fälle sofort Bescheid geben, die ersten 30 Tage oder so. Da sind die eigentlich immer sehr kulant. Kommt nicht so oft vor, aber ab und zu gibt es auch mal. Und bei mir ist jetzt so, das kann ich euch ja auch mal verraten, ich habe heute beim Support angerufen, jetzt höre ich da zwar kurz auf. Und zwar die Glimmer and Glow, die habe ich ja auspackt gehabt, habe ich ja in meinem Eingangsbereich gehabt. Und das wachsen nicht ganz geschmolzen in meinem Schälchen. Das war immer so,
flüssig und an einer Seite noch fest. Und so soll es ja nicht sein. Also es sollte immer komplett flüssig sein, alles flüssig werden und nicht irgendwo fest sein. Also falls ihr das auch habt, gerade vielleicht auch bei dieser Lampe, Glimmer and Glow, könnt ihr ja mal gucken und mir Bescheid geben. Ich habe dann beim Support angerufen und gesagt, ja, ich habe dir das auch angemacht und das war geschwitzt, nicht komplett ganz richtig, weil ich finde, da tut sich der Duft auch nicht so gut entfalten. Und da habe ich angerufen und gesagt, ja, kein Problem, das tut uns leid, wir schicken einen Retoureschein zu und dann kannst du das kostenlos zurückschicken und sobald das auf dem Rückweg gescannt wurde, schicken sie das nächste in 1 bis 2 Tagen eben los und dann kriegst du ganz schnell schon deine neue und musst nicht warten, bis im Lager oder so zurück ist. Also richtig super Service haben wir, Kundenservice. Wirklich lebenslange Garantie, sollte da wirklich irgendwas mal sein, auch nach Jahren. Die sind also lebenslange Garantie, das wird immer getauscht und am Anfang bekommst du auch dein Geld zurück, die ersten 2 Wochen, falls dir irgendwas nicht gefällt, auch ohne Angaben von Gründen. Genau, kriegst du dein volles Geld zurück. Genau, wollte ich euch nur mal sagen, also wenn irgendwas sein sollte bei euch, das Wachs auch mal irgendwie nicht gescheit schmilzt, das hatte ich auch mal bei der Lampe, bei der Mirrored Rose Glow, ich weiß ja gar nicht, wie sie heißen, ganz genau, und bei der war das eben auch, wie es da halt immer mal Schälchen dreht und dann ist immer geschmolzen, also immer auf einer Seite, ganz komisch, und dann habe ich es immer dreht, dann ist auch geschmolzen und halt, ah, irgendwie nervt mir das auch, also das hatte ich jetzt bei 2 Lampen eben. Okay, jetzt bin ich ja schon über 3 Jahre dabei, kann schon mal vorkommen. Aber da hatten wir es austauscht und dann alles wunderbar geklappt. Also dann hat es gar nichts mehr gebraucht. Und dann war dieser Kandidat hier eingezogen. Dann denke ich, ah, wie so ein Déjà-vu, das kommt mir doch bekannt vor. Und genau, also von dem her, gibt mir einfach Bescheid, wenn da was ist. Also die haben mit, ach stimmt, Peggy, du wohnst ja hier in der Nähe, du kommst ja zu deiner Freundin oder Bekannten oder Verwandtschaft. Kommst ja eine Ortschaft weiter, du fährst ja bei mir vorbei, dann nimmst du deine Dufttasche mit. Ja, genau, stimmt, ich biete auch die Dufttasche an. Ich muss schauen, dass ihr eine daheim behalte, dass du die mitnehmen kannst. Mei, die muss ich herrichten. Und ich habe hier auch eine fertige hergerichtet. Und dann gebe ich dir so einen Stehenkorb mit. Dann lasse ich den da und die anderen. Genau, ich biete fleißig die Taschen an und du willst ja die mitnehmen, wenn die Bestellung kommt. Genau, Peggy. Wohne ja nicht weit weg von dir, genau. Wollte dich gern kennenlernen. Ja, genau. Komm vorbei, ich drück dich. Und dann können wir quatschen, kannst mal die Dufttasche mitnehmen, wenn Fragen hast, fragst, genau. Und dann sehen wir uns ja eh, dann ist ja eh gar kein Problem. Und dann können wir ja sonst zusammen noch einspitzeln. Und auch wenn danach daheim was sein soll, dann gib mir einfach Bescheid. Hi Sabrina. Wachswunder guckt auch noch zu. Hallöchen, schön, dass ihr vorbeischaut. Also, mega toller Kundenservice, sollte was sein, unbedingt mir Bescheid geben. Ich kann euch keinen super tollen Service bieten, wenn ihr mir nicht Bescheid gebt, gell? Also, wenn da irgendwas sein sollte, wirklich gar kein Stress für mich. Also, alle, die mich kennen, alle Kunden, die wissen das. Und ich glaube, die würden mich zu 1000% wahrscheinlich weiterempfehlen, weil die sagen, ah, bei Sabine gibst du einfach Bescheid, die kümmert sich um alles. Und da ist nie irgendwie, oder wenn, also, ich mache das immer gern. Ich freue mich, wenn ich im Support telefonieren kann, weil die super, super liebe Menschen da drin sind. Wir lachen da oft immer. Mama, schwätzen wir noch kurz privat so. Der eine war jetzt letztens wieder beim Fahrradfahren. Er hat gesagt, ja, mein Mann fährt auch immer mit dem Bike immer voll gern, aber ich halt nicht so. Und ja, dann kann ich da auch mal ratschen. Und freue mich, wenn ich die sehe, weil die sind echt total lieb. Also da das ganze Sensi-Ding, wenn ich da auf diese Veranstaltung bin, was ich da für liebe Herzensmenschen kennengelernt habe. Jetzt halt die Sensi macht so viele liebe Herzensmenschen, wo ich hier einfach kennenlerne. Einfach hier so online, die wo mir hier zuschauen und dann doch mal schreiben, ah, wie ist denn das genau? Ich schaue schon so lange zu. Darf ich es mal austesten oder kann ich mir mal Duftpost schicken oder so? Das finde ich voll schön und es macht mir so viel Spaß. Und ja, da freue ich mich riesig. Also ich könnte gar nicht, dass ich könnte da ewig reden. Also, ja. Es macht mich einfach ganz, ganz arg glücklich, dass es euch alle gibt. Und es macht mir auch glücklich, wenn ihr was sagt, wenn irgendwas nicht funktioniert oder nicht passt, weil ich kümmere mich da gern drum. Und das ist ja nicht so oft, Gott sei Dank, dass das vorkommt. Aber wenn dann doch mal was ist, dann ja, also super Kundenservice. Wir haben so tolle, liebe Berater, wo ich kennenlerne, wo wir uns gegenseitig Tipps geben. Mein Team ist so mega toll. Bin ich mega stolz auf jeden Einzelnen und so viele, die wo eigentlich das ja gar nicht machen wollten, aber jetzt hat dann einfach so ab und zu es doch mal probieren und dann sagen, ah, oh, so toll.
wollten das zuerst gar nicht und dann kommt doch nur was raus und die haben ein bisschen Geld für Weihnachten jetzt mehr oder Sensi Geld, um Sensi Sachen zu kaufen oder wo das einfach nur ganz leicht so für sich machen, wenn jemand mal was bestellen will, dass man es dann immer ein bisschen macht, ohne dass man so riesen Ding macht wie ich. Also muss ja keiner so machen wie ich. Ihr wollt das auch alles nicht. Also ihr könnt 100.000 Videos sehen, meine Xensi-Geschichte, ich wollte das gar nicht. Ihr wollt nie mich zeigen, ich wollte nie Videos, ich wollte keine Partys, ihr wollt gar nichts. Aber jetzt macht es Spaß. Genau, ich drück dich auch. Hallöchen. Oh, Nina. Oh. Oh, es sind so viele liebe Menschen, wo da mal reinkommen. Und immer so, oh. Oh Mann, Nina, irgendwann sehen wir uns. So, Wachsmann, bist du auch in Nürnberg? Oh nein. Ich bin nun mal immer in Nürnberg. Also jetzt kommt es drauf an, meinst du die World Tour, Wachswunderlein? Meinst du die World Tour? Weil World Tour habe ich nicht gewusst, weil es unter der Woche ist, am Montag, und ich habe ja ein schulpflichtiges Kind und mein Mann müsste sich wieder frei nehmen. Der kann was, der sich immer frei nehmen muss. Erarbeite ich mir Urlaub, muss er sich eine Woche frei nehmen in Monte Carlo. Dann haben wir Familienurlaub gehabt, 2 Wochen, dann musste er sich da frei nehmen. Dann, der hat ja nicht so viele Urlaubstage, er ist jetzt nicht mehr komplett daheim, so wie ich. Also seit August bin ich jetzt auch ganz allein daheim. Aber sonst war ja auch beim Lidl, hab fragen müssen mit meinem Urlaub. Aber, oh, schade, ja, nee, da leider nicht. Ich bin jetzt zwar in Nürnberg, in Pegnitz, in 2 Wochen am Samstag. Aber wir sind da privat von der Nicole Tetz, Nicole Manuel Tetz und mit der Anna Richter. Da machen wir wieder Weihnachtsfeier. Das dritte Jahr, das dritte Mal. Weihnachtsfeier ist es schon. Diesmal vorzogen im November anstatt im Dezember. Aber sonst war nichts mehr frei und da sind wir zusammen. Da haben wir uns alle anmelden können in der Facebook-Gruppe von ihr. Und da freue ich mich schon, alle zu sehen, weil da hocken wir zusammen, da kann man lecker essen, günstig lecker essen. Das war richtig toll. Dann haben wir mal Sensi-Sachen aufgebaut gehabt. Jeder bringt vielleicht ein bisschen Kuchen oder irgendwas mit zum Kaffee und Kuchen und danach dann eben da nur Abendessen. Ah, da bist du nicht dabei. Ach, wie schade, weil das ist oh, so schön. Ich weiß nicht, ob sonst irgendeine Direktorin oder bei wem du bist, ob die eine Weihnachtsfeier machen. Und ja, bei mir sind auch alle deutschlandweit verteilt. Dortmund, Hamburg, Deggendorf, Garmisch-Partenkirchen ist ein bisschen näher. Aber bei mir sind auch fast alle, außer einen in Grönenbach. Aber sonst sind die sind alle deutschlandweit ganz weit weg. Ach, bei der lieben Becky. Ah, wie schön. Ja, die Becky war ja sonst auch dabei. Aber die hat diesmal, ich glaube, hat die Homeparty oder irgendwas anderes. Die kann auch nicht kommen. Ja, aber bei der Becky bist du ja perfekt aufgehoben. Also die habe ich so ins Herz geschlossen, die Becky. Die ist toll. Und die motiviert mich auch immer, wenn ich ihre Videos gucke. Also bei der Becky, ich gucke ja nicht viele Berater. Ich gucke meistens bei der Melanie Schießler mal vorbei, wenn ich es mal schaffe, weil ich will nicht so viel am Handy sein. Und dann bei der Becky, wenn ihr Motivation und Power braucht oder gute Laune, wenn manchmal viele wieder sind, wo rummeckern, rumjammern, so negativ. Das will ich alles nur mal in meinem Leben. Ich will schön das Leben lieben. Positiv, mit positiven Menschen. Und die hat immer Power und ist auch so herrlich authentisch. Und toll. Genau, das ist die Beste. Beste, oh Gott. Die Beste. Die Becky ist die Beste. Die ist mega. Nee. Genau. Hallo, Daxilein. Guckt auch noch zu. Guckt, spitzelt jeder mal rein. So, dann haben wir jetzt die letzten zwei. Meine Stimme verausgabt sich jetzt, gell? Hier, wenn ich so heiser bin und so auf Party war. Mary Mary Cranberry haben wir noch. Also das ist der gleiche Duft wie von dem Elch. Beides Mary Mary Cranberry. Boah, ich muss noch mal was trinken. Mein Hals kratzt schon wieder. Ganz verdächtig. Aber schreibt gerne was rein, falls ihr noch irgendwelche Fragen oder gerade irgendwas wissen wollt oder einfach so auch privat irgendwas wissen wollt. Könnt ihr gerne reinschreiben, weil es sind die letzten 2 Düfte und dann sind wir eigentlich schon fertig mit meinem Auspackvideo. Ist schon kalt, aber schmeckt lecker. Mary Mary Cranberry ist einfach wirklich Cranberry, fruchtig, bäriger Duft. Also wie dieser Elch eben auch. Oh ja. Der passt auch perfekt für Weihnachten, Herbstzeit jetzt. Also wenn ihr so fruchtige, bärige Düfte mögt, mit dieser Preiselbeere ist perfekt, echt für die Herbst-, Winter-, Weihnachtszeit. Den könnt ihr auch super ohne schlechten Gewissen auch weiter verschenken. Weil es gibt ja auch so Düfte, wo sehr speziell sind, wo welche nur in dieser Duftrichtung. Aber das würde ich sagen, das ist schöner Herbst-Weihnachtsduft, wo ohne diese ganz schweren Gewürze ist, sondern einfach nur so fruchtig, bärig und so.
ohne Zimt oder Nelke oder so, sondern so schön fruchtig, beerig, wo habe ich schon so ein bisschen, was in die Herbst, Weihnachts-Winterstimmung kommt, ja. Oh. Ja, nee, der riecht echt. Also ich finde es schon schöner, Weihnachtsduft, wenn man was fruchtig-bäriges gern haben will. Genau, da haben wir den letzten Duft, der mir überhaupt nichts sagt. Gesagt, oh Gott, der hört sich schon komisch an. Bus? Nein, das... Jetzt machen wir Duftraten, oder? Wie spricht man das aus, geil? Bus, Butz, Worthy. Butzworthy. Butzworthy. Irgendwie so. B-U-Z-Z. Butz, Bus, Bus, Worthy. Busworthy, Butz, Butzworthy. Oder keine Ahnung. Ein toller gelber Duft. Mal schauen, meine Nase, wie das riecht. Der riecht jetzt eher so leicht cremig. Wenn meine Nase mich nicht täuscht. Also so eher so angenehm, cremig, zart, aber ich kann undefinierbar. Ist da auch was abgebildet? Ja, wie eine Fliege oder eine Hummel, ein Hummelduft. Oder Bienenwabe, vielleicht eine Bienenwabe mit Honig, dass es das cremig macht. So leicht süßlich, könnte vielleicht sein mit Honig. Ich weiß es nicht. Bus, Putz. Worthy. Oh Gott, da muss ich schon selber lachen, wenn ich das schon sehe. Herrlich, wenn man über sich selber lachen kann, wenn ich es dann was sehe, dann denke ich mir, oh Gott, Sabine, was hast du da schon wieder gehabt? Aber ja, so bin ich halt. Ja genau, also es könnte so ein Honigwabenduft sein. So ein cremiger, wahrscheinlich ist mir etwas ganz anderes drin und jetzt ist das mein Honigwabenduft. Nur weil da irgendeine Fliege, Biene oder irgendwie sowas abgebildet ist. Und gelb, aber könnte sein, irgendwie so eine Honigwabe oder so ein Honigduft. Aber der riecht so angenehm cremig. Angenehm cremig zart. Könnte sein, dass irgendein Honigduft ist. Den hat den jemand bestellt oder habe ich den für mich noch rein? Ich weiß gar nicht, wem der gehört. Da muss ich mal nur schauen. Aber was, warte, ich schau mal bei dem meinen schlauen Zettel, wo ich vorher gefunden habe. Mighty Pine Elch, Feeling Pine, Just for You, Very My Crumble. Hab ich mir den bestellt, oder? Ist der aus Versehen im Warenkorb gelandet? Oder ich habe geguckt, weil der war vielleicht zu günstig und habe geschaut, was da drinnen ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber hab gedacht, oh, das klingt gut, bestelle ich einfach mal. Ich weiß es nicht mehr. Sehe ja dann, also ich gucke dann nochmal im Chat und so rein. Aber vielleicht ist das mein Honigwabenduft. Lass ich mich überraschen, ich mache jetzt mal noch nicht auf. Aber vielleicht könnten ja doch jemand, aber bei der Eva steht jetzt auch nichts dran. Silvana auch nicht. Kathleen eigentlich auch nicht, weil sie nur die Seife wollte. Ja. Sehe, werde ich schon sehen, was dann rauskommt. Oh, meine blöde, schaut mal aus, als ob ich Nasenbluten habe, die blöde Kruste da. Ich hoffe, die geht endlich mal weg. Das ist so blöd, ey. Naja, ich hoffe, bis November ist sie weg, bis in 2 Wochen, wenn ich in Pegnitz, Nürnberg da bin. Da geht die ganze Familie mit, der Luca geht wieder mit, mein Schatz, mein Mann geht wieder mit. Dann sieht er die anderen, also ein paar Männer, wo mitgehen und sich mittrauen bei dem Sensi-Hühnerhaufen. Aber schon mal ganz nett, eigentlich hocken wir zusammen und die trinken ihre Radler, ihr Russ und ihr Mohn und Bier oder was weiß ich, sind zufrieden, gibt lecker Essen. Käsespatzen werde ich wahrscheinlich diesmal essen mit Salat, falls es das wieder gibt. War richtig günstig, richtig lecker und so schön, alle dann wieder zu sehen. Das ist das Schönste, alle zu knuddeln, alle zu sehen. Oh, ich freue mich, ob die Jessie kommt. Oh, ich freue mich so sehr. Mein Teammitglied, die wo auch schon länger dabei ist, die liebe Jessie. Und die kommt ja eigentlich aus Karlstadt. Und oh, die sehe ich endlich. Ich habe sie noch nie gesehen. Aber es gibt so Menschen, wo du weißt, du verstehst dich schon voll auf einer Wellenlänge. Du bist so... Also tausendprozentig, also ich kann es euch ja sagen, tausendprozentig werde ich mich voll gut mit der verstehen. Also wenn nicht, dann komme ich live und sage euch, okay, das war so komisch mit der. Nee, sowas wird ja eh nicht sagen, wird nichts Schlechtes sagen. Aber also wenn mich das täuscht, nee, gar nicht. Also tausendprozentig weiß ich, dass das voll passen wird. Und ich freue mich schon, die endlich zu sehen und ihr Schatz kommt ja auch mit und dann lerne ich den auch noch kennen. Und ich glaube, auf die freue ich mich am meisten. In Nürnberg, weil die
Ich wollte sie so gern so lange schon sehen. Und die anderen habe ich ja schon mal gesehen und sie noch gar nicht. Also das wird mein Highlight, glaube ich. Da habe ich mich gleich noch mehr gefreut. Ich hoffe, wir sind dort alle gesund und fit. Und jetzt bin ich ja schon 2 Wochen krank mit Husten, Schnupfen. Also sollte, toi, 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 jetzt mal was werden. Und oh, da freue ich mich schon so. Und ich sehe, hier ist mein Kleeblatt. Mein Schatz wollte mir das noch einlaminieren. Mein vierblättriges, wo ich gefunden habe, das war so riesengroß, mit riesengroßen Blättern. Und dann guck, wie groß die ist. Habe ich so schön gepresst und aufgehoben. Mein Schatz wollte es so länglich einlaminieren. Da kann ich es nämlich als Lesezeichen hernehmen für meine Bücher. Aber ja, das ist immer, das ist so eine Angewohnheit von meinem Mann. Wenn ich dem was sage, brauche ich ihn nicht alle 3 Monate dran erinnern. So auf die Art. Mal schauen. Also ich hoffe, dass er es dieses Jahr vielleicht mal noch macht. Ich soll es vielleicht ihm sagen, wenn Wochenende ist, wenn er Zeit hat und das sofort machen kann und nicht, ah, das Kleeblatt, das wollten wir doch noch machen, ah, das Kleeblatt, wenn wir da im Auto sitzen oder so. Also der ist jemand, wo nicht gleich sofort irgendwie was macht oder wenn wir mal einen Schrank kaufen, es dauert immer ein kleines bisschen. Aber dafür ist er sonst ein toller Mann und ein toller Papa und der hilft auch im Haushalt, macht alles mit. Also ihr habt eigentlich schon so ein tolles Komplettpaket mit ihm gekriegt. Und dann kann man ja, manchmal hat man ja so seine Macken, mit der Macke kann ich dann schon leben, wenn es irgendwann einmal passiert. Und es passiert dann irgendwann. Ich muss halt nur ein bisschen warten und Geduld haben. Aber das passt dann schon, wenn alles andere passt. Und das nur das ist, mit dem kann man dann, glaube ich, ganz gut leben. Der muss ja auch mit meinen Macken und alles klarkommen oder mit meinen Launen. Oh Gott, wenn ich Schlafmangel habe oder Hunger habe oder kurz bevor ich meine Tage kriege, dann bin ich sehr gereizt und ungeduldig und nicht so gut drauf. Aber ansonsten bin ich ja ein sehr positiver, optimistischer Mensch und ich glaube, wir sind ein ganz gutes Team. Ich glaube, wir Dreier-Team, wir haben es eigentlich ganz gut. Was wir haben, dass wir uns haben, dass wir sonst so weit gesund sind, außer halt so rumkränkeln, aber jetzt nichts Ernsthaftes. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Genau, ich kann mir gerade sehen, meine Nase schaut immer so dunkel aus. Oh Gott, ich gehe jetzt raus. Das reicht für heute. Also macht es gut heute. Jetzt geht's ja schon gleich los. Halbe Stunde um 20 Uhr. Harry Potter Kollektion. Dann, oh ja, die Sandspiration Kollektion. Wo habe ich den Sand Circle hin? Habe ich den verholt? Der kommt in dieser schönen Viererbox. Da habe ich das Video als Reel hochgeladen, Instagram, falls ihr nachschauen wollt, wie die Duftbeschreibungen waren. Die kommen jetzt noch. Die anderen gibt es, glaube ich, noch, solange der Vorrat reicht. Außer die sind schon ausverkauft in der anderen Box. Und die kommen heute, die Christmas Cottage Kollektion. Und da war ein Scent Circle dabei. Jetzt schaue ich mal, ob ich den gerade hier finde. Wo habe ich den hingelegt? Da war nämlich einer mit dem Haus drin. Das habe ich euch eigentlich gezeigt. Hä? Ich in meinem Chaos. Ich weiß nicht, wo ihn hingelegt. Ah, da ist er. Wo ihn hingelegt habe. Und da habe ich dann erst bei der lieben Becky gesehen. Ich zeige hier so die Dinger, dass das ein Haus sein Zirkel ist. Und da war ich, steht hinten richtig cool, was draufgemalt. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Sehe ich auch nur durch Story gucken von der anderen, von der lieben Becky. Aber ich habe gesehen, ah, da ist so ein cooles Haus sogar drauf. Habe ich gar nicht gesehen. Also das ist fürs Auto zum Reinhängen, die Scent Circle. Und der ist mit im Geschenk dabei. Sie hat 4 Düfte in einer tollen Box. Und der ist da auch noch mit drinnen. Also eigentlich hier so mit drinnen. So geht's eigentlich, genau. Na, ist wieder alles beieinander. Genau, hallo Lisa. Du kommst gerade immer rein, wenn ich rausgehe. Außer du warst vorher schon mal da. Ja, ich hoffe, dir geht's sonst gut. Bin nämlich gerade schon wieder am Gehen. Jetzt trinke ich nochmal meinen letzten Schluck, falls du kurz Hallo schreiben willst oder falls sonst jemand was will. Und ansonsten kuschel ich mich zu meinen Jungs rüber. Mein Schatz guckt immer GZSZ und AWZ an. Hallo Lisa, Hallöchen, schreibt sie. Und dann gucke ich da auch noch ein bisschen mit dazu. Und heute Abend geht's ja los. Ich brauche heute sogar mal nichts. Die Kollektion, die heute kommt, die habe ich ja schon. Die Bestellung habe ich heute schon aufgegeben, weil es ja die tollen Feiertagsangebote gibt. Also nur 21 Euro eine Mini-Duftlampe, da kann ich echt nichts sagen, gerade wenn du das verschenken willst. Da habe ich mir die silberne geholt und die weiße, weil ich dachte, da kann ich eine schöne Neukundenbox machen für sich selber, wenn jemand Sensi noch nicht kennt oder wenn man das verschenken will. Da hat man eine tolle Box, wo günstig ist, eine Mini-Duftlampe zum Austesten, wo schlicht weiß ist. Und noch mit einem tollen Duft dazu, wo für die Herbst-Weihnachtszeit passt. Richtig, richtig günstig. Da habe ich mir 3-4 Stück geholt. Dann mache ich solche Boxen. Obwohl eigentlich ich ja eh bestellt habe. Und da sind, glaube ich, schon 2 schon wieder weg.
Also habe ich, glaube ich, eh nur 2, 3 übrig. Ich muss mal gucken. Genau, oder vielleicht hebe ich es auf für Last-Minute-Weihnachtsgeschenk, falls noch jemand kommt und es knapp ist. Ich schau mal, wie ich es mache. Genau, da, komm, bei dem Preis, ich wollte zuerst nicht. Weil ich mag das nicht zu Hause dann zum haben, aber ich dachte, falls wir selber wo eingeladen sind und spontan was brauchen, dann hast du immer was da, oder falls jemand Last-Minute-Geschenk noch schnell braucht, wo ich sofort losschicken kann. Ach komm, 2, 3 Lampen oder 3, 4 Lampen oder was sind mir die Duftlampen? Geht jetzt, hol ich jetzt einfach her. Meine Duftlampe für die Steckdose ist halt runtergefallen. Oh nein, kaputt. Oh nein, wie ist das passiert? Am Kabel irgendwo hängen geblieben? Oder gegen den Schrank geknallt? Oder was haben wir da sonst noch gehört? Oh nein, Lisa. Das ist jetzt blöd, weil jetzt hat nur ein Schälchen oben irgendwie kaputt. Ist alles komplett kaputt. Weil Schälchen könnte man nachbestellen. Oder ich probiere halt trotzdem mal beim Support und sage, ja, beim Wachswechsel ist irgendwie kaputt gegangen. oder keine Ahnung, schau halt, was sie sagen. Aber die ganze, oder wie? Sonst schreibst du mir mal privat, Lisa. Ob alles ganz komplett lag auf der Waschmaschine. Im Schleudergang, auf der Waschmaschine hast du eine Lampe stehen. Im Schleudergang runtergefallen. Oh Gott, nein. Ist die da neu gestanden oder hat die sonst immer kalt und dann ist sie immer wieder mehr. Dann ist sie wahrscheinlich komplett hinüber. Und ich, schlau wie Schlumpf, habe ja auch hier am Kabel gezogen und eine Lampe rausholen wollen für eine Homeparty. Und jetzt nehme ich andere Lampen, nicht mehr die, wo ich hier habe, sondern extra Regal, wo extra Lampen sind, wo ich so einfach nur rausholen muss. Und nicht alles anstecken und hintenrum verkabeln. Und habe meine Ariel-Duftlampe runtergeflogen. Und ich wollte eine andere Duftlampe rausziehen. Und die Ariel, die schöne Disney-Duftlampe, die gibt es wenigstens noch im Katalog. Es hätte nur eine Lampe sein können, wo es gar nicht mehr zum Kaufen gibt. Es wäre noch blöder gewesen. Alles Glassplitter, da war auch nichts mehr zu retten. Haben wir nur noch zusammen aufgekehrt, weggeschmissen, drüber gesaugt und das war's. Jetzt habe ich mir keine Ariel-Lampe mehr geholt oder eine andere. Ah doch, ich habe mir ja jetzt, welche Disney-Lampe haben wir jetzt denn geholt? Ah, die Harry Potter-Lampe, genau. Dafür durfte die jetzt einziehen. Oh Mann. Nee, steckt normalerweise in der Steckdose. Ach so, die ist doch nochmal gar. Oh nein. Oh blöd. Ja, dann kann ich wahrscheinlich nichts machen. Weil sonst hätte ich gesagt, wer es nur ein Schälchen oder so oben hat, da kann man noch was gucken, aber eine ganze, alle Teile. Das ist so wie bei meiner Ariel wahrscheinlich. Das ist schon mal ärgerlich, ey. Oh Mann, ja. Na gut, dann macht's es mal gut, ihr Süßen. Bleibt gesund oder werdet gesund. Heute Abend, toi, 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 viel Glück, wenn ihr Harry Potter gucken wollt, Schatztruhe, Freitagsangebote heute nur gucken wollt. Wenn ihr da noch ein paar Weihnachtsshopping macht und euch da was raussuchen wollt. Genau, und ansonsten halt eben die Sensperation Christmas. Nur solange ihr der Vorrat reicht und ansonsten könnt ihr die im Sensi Club euch sichern. Genau, wenn ihr da Fragen dazu habt, googelt Sensi Club. Da habe ich schon viele Videos oder so dazu gemacht. Oder fragt mich einfach. Und ja, ich freue mich jetzt rüber zu meinen Jungs zu kuscheln. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Falls ihr noch Shopping-Link braucht, schreibt mir kurz. Also ich bin da, ich bin bereit. Ich habe heute nichts zum Bestellen. Und kann euch gerne noch einen Shopping-Link erstellen, wenn ihr einen braucht, einen neuen. Tschüss, bis bald. Freue mich, zu dir zu kommen. Ja, ich freue mich auch, Peggy, wenn du kommst. Sehr schön. Genau. Na gut, also dann, ich hoffe, dass die auch was. Nee, die war noch nicht da. Dann müsste ja die Bestellung auch noch kommen, Peggy, von dir. Ah, vielleicht haben wir ja Glück diese Woche. Müssen wir mal gucken. Vielleicht haben wir Glück, dass die Woche kommt. Nachher schreibe ich dir und gebe dir Bescheid, gell? Also dann, macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Freue mich auf euch. Tschüssi.